Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einer Häkelnadel oder einem Hook solche Sterne gestalten könnt. Es sind ja, schöne kleine Sternchen, die sich jetzt auch erweitern lassen würden, um sie als Fingerring zu verwenden. Aber in diesem Tutorial möchte ich euch erstmal nur zeigen, wie diese Sterne halt mit einer ganz einfachen Häkelnadel, ja, zu gestalten sind. Was ihr dafür braucht, den Hook, eine Häkelnadel und 15 Gummibänder. Ob es in verschiedenen Farben ist, so wie ich es hier genommen habe, habe ich so leichte rosa und lila Töne. Hier habe ich grün mit weiß verwendet und hier habe ich ganz in orange. Ich finde, man kann sie schön so als Tischdekoration nehmen oder in so kleine Gefäßchen reinmachen mit vielleicht so ein bisschen Steinchen und ja, gibt viele Möglichkeiten, wie man da was mit anfertigen kann. So, ihr fangt als allererstes an, nehmt den Haken und wickelt ein einziges Gummiband viermal drumherum. Das zählt schon als einmal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Worauf ihr halt jetzt immer achten müsst, ist, wenn ihr das drumherum wickelt, dass es sich nicht so überlappt, weil man sonst hier das sehen würde. Also schon darauf achten, dass die schön nebeneinander sind. Oder wenn ihr das halt jetzt auf dem Haken nicht so gut hinbekommt, halt nachher, wenn es dann fertig ist, dass ihr dann nochmal alles schön nebeneinander gerade macht. So, ihr habt jetzt hier die vier drauf. Jetzt nehmt ihr zwei, gebt die hier drauf, zieht sie lang und zieht das rüber. Schiebt es wieder ein bisschen zurück und macht die Gummibänder mit auf den Haken drauf, die noch eben auf eurem Finger waren. Hier achtet ihr auch drauf, dass das alles schon so ein bisschen nebeneinander liegt und nicht überlappt. Zieht das untere so ein bisschen in die Mitte. Jetzt schiebt ihr das nach hinten. Auf eurer Häkelnadel habt ihr es jetzt leichter. Auf dem Hook mache ich das immer so ein bisschen, wo das Erhöhte ist, drauf. So. Und macht dasselbe noch einmal. Zwei, drei, vier. Wieder gucken, dass die schön nebeneinander liegen. Durch das Schieben auch nachher auf das Gummiband geht das immer noch mal überlappen. Da, wie gesagt, das könnt ihr dann zum Schluss euch richtig legen, wenn der Stern fertig ist. Ihr nehmt wieder die zwei Gummibänder, zieht diese straff und schiebt die rüber. Mittig, wieder zurückschieben, das andere mit drauf geben und wieder alles schön gerade machen. So, das Ganze macht ihr jetzt fünfmal. Also wir brauchen fünf von diesen. Immer dann hier dahinter schieben, damit ihr vorne schön genügend Platz habt. So. Und nun noch drei weitere. So. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr alle fünf auf eurem Hook habt oder auf eurer Häkelnadel. Wem das alles zu viel ist und damit nicht so klarkommt, kann auch noch gerne eine zweite Häkelnadel verwenden. Ihr schiebt euch dann halt jedes Mal, wenn ihr die so fertiggestellt habt, rüber auf die andere Nadel. Da habt ihr hier halt frei und genügend Platz,
um die anderen noch zu machen. So, ich hatte eben einen kleinen Sprechfehler. Ihr braucht nicht 15 Gummibänder, ihr braucht 16. 15 brauchen wir schon für die 5er, da wir jeweils 3 brauchen. So, jetzt habt ihr von euren 16 noch eins übrig. Und jetzt hebt ihr alle auf ein Gummiband. Das heißt, ihr spannt das hier so hin. Und jetzt holt ihr alle rüber. Alle Gummibänder hier drüben hin. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. So, jetzt habt ihr die alle auf dem einen Gummi. Und jetzt nehmt ihr das andere Ende und gebt es auf den Haken mit drauf. So sieht es aus. Jetzt könnt ihr hier schon ein bisschen eure Gummibänder richten, nochmal, wenn sich irgendwas verrutscht hat. So. Und jetzt hebt ihr das vordere Gummiband durch das hintere. Also ihr nehmt das vorne in eure Spitze rein, zieht das durch die zweite durch und zieht das jetzt schön fest. So, schön festziehen. Jetzt nehmt ihr das auf euren Finger. Jetzt könnt ihr die ganzen nochmal so ein bisschen richten, lang ziehen. So, jetzt nehmt ihr das, zieht es nochmal so, nehmt das in die andere Hand, zieht es ein bisschen lang und gebt es entweder auf diese Seite. Oder auf diese Seite schlingt ihr das um diesen Stern herum und lasst es einfach abfallen. So. Jetzt bringt ihr euren Stern noch ein bisschen in Form. Und fertig ist er. Geht super einfach, geht super schnell und ich finde, sie sehen sehr niedlich aus. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Tutorial. Tschüss!